Okay. Ich glaube, ich weiß schon, was ich jetzt erstmal machen muss. Und zwar darf ich hier das Feuer wieder entfachen, genau. Und da kocht es auch schon. Und da brauchen wir den Handschuh bestimmt, ne? Jawohl. Mm, die sehen aber lecker aus. Gedämpfte Teigtaschen. Kann ich dich nicht verführen damit? Schade. Ja, kann ich. Die Fische mit Teigtaschen. Oh, die Schüssel wurden weggespült. Schwefel, yay. Wo brauche ich denn jetzt einen Stolper? Bei dir? Nee, ne? Nee. Hätte mich auch gewundert. Frage. Moment mal. Nee. Ich dachte, ich könnte hier was mitnehmen. Nee. Ja, Schwefel habe ich schon mal. Das ist schön. Ach, das ist noch ein Pimmelbild. Okay. Eine Leiter, eine Muschmuschmusch, Ginseng, eine Zange, Fisch, ein Besen, Würfel, ein Hase, ein Strohhut, eine Teekanne, eine Zikade und ein Maiskolben. Okay. Da haben wir zwei Sachen schon auf einmal, eine Leiter und den Besen schon direkt gefunden. Interessant. Okay. Oh. Ist natürlich schön. Da haben wir die Zange. Und dann fehlen mir so viele Sachen. Noch eine Teekanne. Da haben wir, glaube ich, die Zigarette. Jawohl, Maiskolben. Das dürfte doch eigentlich auch nicht so schwer zu finden sein. Hm. Da haben wir den Hasen. Würfel, den Maiskolben und jetzt verlässt mich wieder das Glück. Da wird den Strohhut. Ach, den Fisch, den habe ich doch hier auch schon bei den vorherigen Wimmelbild-Szenen hier auch schon irgendwo gesehen. Wo war der denn jetzt nochmal? Scheiße. Da oben, genau. So, jetzt fehlt mir nur noch eine Muschmuschmusch und ein Ginseng. Das sind doch irgendwie so chinesische Kräuter, genau, oder sowas, genau. Und eine Muschmuschmusch, die da ist. So, und wir haben eine Leiter erhalten. Okay. So. Mal überlegen, wo ich jetzt die Leiter brauche. Okay, Schwefel habe ich jetzt schon. Jetzt fehlen mir nur noch... eine Eulenfeder und ein Käfer. Ja, toll. Ach, die Leiter kann ich hierfür benutzen. So, der Junge ist befreit. Vielen Dank für deine Hilfe. Ohne Hilfe wäre ich nie aus dem Käfig entkommen. Ja, bitteschön. Diese Augen fand ich im Wald. Vielleicht kannst du sie ja gebrauchen. Auf jeden Fall. Danke, Kleiner. Ich muss jetzt nach Hause. Meine Mama macht sich sonst Sorgen. Jo. Ab nach Hause mit dir. Okay. Ah, oh, Moment mal, war da gerade ein Wimmelbild? Jo, hab ich doch gerade richtig gesehen. Ein Käfer. Was? Zita.
Okay, was auch immer das jetzt ist. Vorhin geschossen kam ein Briefumschlag, ein Ahornblatt, Nadel und Faden, Strohhut, mal wieder ein Strohhut, ein Waschbrett, ein Schirm, eine Libelle und ein Kranich. Wow, da haben wir ganz schön viel. Tja. Da haben wir schon mal ein Waschbrett gefunden. Das ist schon mal gut. Da haben wir das Vorhängeschloss. Ne, das müssen brauchen wir nicht, aber da ist der Briefumschlag. Da haben wir den Schirm. Den Kranich. Ach, das war Zita, okay. Die hätten auch Brett schreiben können, aber okay, ist egal. Oh Gott, mir fehlen auch so viele Sachen. Nadel und Faden, das ist hier. Da haben wir den Strohhut. Da haben wir das Ahornblatt. Tja, hier die Libelle, ein Kamm und ein Käfer. Tja, das sind bestimmt so kleine Sachen, die man... Ah ja, da ist der Kamm. Tja, jetzt fehlen mir nur noch zwei Sachen. Und ich finde die Sachen mal wieder, glaube ich, nicht. Nö, nicht direkt. Oh, das ist gemein. Ach, da ist der Käfer gewesen. Eieiei. So, jetzt fehlt mir nur noch eine Libelle. Libellchen, wo bist du? Zeig dich. Zeig dich bitte. Nö. Die denkt gar nicht daran. Doch, da. Und erhalten ein Käfer. Sehr gut. So, jetzt gehe ich erstmal zu den drei Statuen zurück. Damit du schon mal die Augen bekommen kannst. So. Okay. Und da kann ich noch ein Wimmelbild machen. Ein Messer, ein Löwe, eine Kröte, eine Schere, Einlegesohlen, Armband, Parfümflakon, eine Osterglocke, eine Perlenkette, ein Schmuckkästchen, ein Pferd und ein Ingwer. Okay. Da haben wir zumindest schon mal das Pferd. Da haben wir das Armband. Da haben wir Ingwer. Da haben wir die Einlegesohlen. Da haben wir ein Parfümflakon. Da haben wir das Messer. Da haben wir den Löwen. Da haben wir die Kröte. Und da haben wir das Schmuckkästchen. Jetzt fehlen mir noch eine Schere, eine Osterglocke und eine Perlenkette. Da haben wir die Perlenkette. Tja. Eine Osterglocke. Und eine Schere. Tja. Da haben wir die Schere. Das ist gut. Ja, die Glocke, die kann groß sein, die kann aber auch klein sein. Das ist ja das Gemeine an den Wimmelbild 10. Man weiß nie, ob die Gegenstände auch groß sind oder halt klein sind, aber zum Großteil sind die wirklich klein. Das ist ja das Gemeine daran. Aber irgendwie finde ich jetzt die Glocke nicht. Das ist gemein.
Nee, das ist hier auch kein Glöckchen. Hallo? Glocke? Keine Ahnung. Ach. Ja klar. Die Blumen. Da gibt es ja auch so Glocken, die so heißen. Ich habe jetzt eine Glocke gesucht. Scheiße. Okay. Messer. Können wir das hier benutzen? Ja. Ah, hier ist ein Stück Fleisch, glaube ich, drin. Deswegen. Und da haben wir die Feder. So, da können wir den Käfer benutzen und auch die Feder. Ich brauche noch einen Zerstäuber für das Pflanzengift. Habe ich. So, gib die Zutaten der Reihe nach in den Mörser, um Pflanzengift herzustellen. Moment mal, da brauche ich aber noch mal kurz die Reihenfolge. Also erst Schwefel, dann der Käfer, dann das und dann das. Okay. Okay. Ich hoffe, dass ich da... Ach, hier habe ich sie auch nochmal. Okay. So. Aha. Ist auch gerade. Was willst du denn noch von mir? Hä? Ist doch gerade die Waage jetzt. Moment mal. Kapiere ich nicht. Hä? Kapiere ich nicht, das redet, tut mir leid. Pflanzengift. Naja, also das habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Die Waage war gerade, der Pfeil von der Waage war auch genau in der Mitte. Ich wusste jetzt nicht, was ich da machen musste. Tut mir leid. So, Pflanzengift. Ja. Bums. Und wir erhalten die Steinzähne. Sehr schön.